Ich glaube, neben allen Veränderungen in der Technik, besonders der Kommunikationstechnik, haben sich auch unsere Arbeitsweisen verändert. Wir unterliegen in der täglichen Arbeit einem ständigen Wechsel, der zwischen der fokussierten Arbeit des Einzelnen und der kollaborativen oder der kommunikativen Arbeit mit ständig wechselnden, auch in ihrer Größe wechselnden Teams sich abspielt. Und das sind natürlich ganz andere Anforderungen, die sich damit auch in den Arbeitsplatz knüpfen. Ja, und die Menschen sind vor allen Dingen heute anders. Erzählen Sie mal einem Absolventen, erfolgreichen Hochschulabsolventen, der sein Leben lang jetzt mit der Welt über Twitter und Facebook vernetzt war, dass er seinen erfolgreichen Karrierestart mit dem Absitzen von Kernarbeitszeiten an monotonen und immer gleichen Arbeitsplätzen verbringen soll. So Leute wird man in Zukunft nicht mehr in die Unternehmen bekommen. Also ich glaube, dass sich grundsätzlich ein Wandel vollzieht. Weg von dieser klassischen, traditionellen Routine-Sachbearbeitung hin zu einer wissensbasierten Dienstleistung. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, aus einem territorialen Konzept mache ich ein non-territoriales Konzept, dann habe ich die Chance, ein sehr differenziertes Arbeitsplatz- und Kommunikationsangebot zu machen. Wenn ich jetzt nicht jedem Mitarbeiter einen fixen Platz zuordnen kann, geben kann, dann muss ich mir überlegen, okay, was biete ich ihm an, was tue ich denn jetzt eigentlich? Oder? Und das heißt, plötzlich kommen da ganz neue Ideen ins Spiel und das ist das Spannende dran, dass wir neue Situationen geschaffen haben. Ich glaube, das größte Stichwort ist das Thema Wahlfreiheit. Sich wirklich das auszusuchen, wo ich mich gerade wohlfühle und wo ich mich in meiner Arbeit unterstützt fühle. Das heißt, der Prozess, der vorgegeben ist, kann unterstützt werden durch diese Umgebung, weil ich dann mich mit den Leuten zusammensetze, mit denen ich zusammenarbeiten muss und nicht, weil ich an einem Arbeitsplatz quasi festgebunden bin, der vielleicht nicht gerade den Tätigkeiten entspricht, die ich ausüben möchte. Und so haben wir verschiedene Raummöbel entwickelt, die einerseits für spontane Zusammenkünfte sind, Work Lounge oder Meeting Point. Auf der anderen Seite sind es aber auch Rückzugsmöglichkeiten. Das heißt, dass ich eigentlich ganz verschiedene Angebote, unterschiedlichste Angebote eigentlich habe und die wahrnehmen kann und für mich nutzen kann. In diesem Gebäude siehst du Arbeitsplätze, die alle gleichwertig sind. Also das war für mich auch ein sehr wichtiges Thema. Also jeder Arbeitsplatz hat die gleiche Qualität, die gleich hohe Qualität. Eine Atmosphäre, die mich animiert zum Arbeiten, die Lust macht. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, das Büro in gewisser Weise zu demokratisieren. Alles gehört jetzt allen. Das Entscheidende ist bei diesen Projekten, die Botschaft so rüberzubringen, dass man nicht sagt, ich nehme dir dein Einzelbüro oder deinen Schreibtisch und deinen Bürodrehstuhl weg, sondern ich biete hier eine Vielfalt, ein Angebot von 10, 15 verschiedenen Situationen, von meinetwegen 100, 150 Arbeitsplätzen, die ich wirklich nutzen kann. Und insofern ist es nicht ein Verlust, sondern ein Gewinn eigentlich für den einzelnen Mitarbeiter. Das ist nicht etwas, was wir im stillen Kämmerchen uns ausdenken und dann auf die Leute drauflegen. Es ist etwas, was aus den Leuten rauskommt. Und diesen Prozess haben wir bewusst gestaltet, weil der Mitarbeiter steht im Zentrum. Es sind einfach neue Möglichkeiten. Führen muss man trotzdem, kontrollieren muss man trotzdem, einfach auf eine andere Art. Ich kann nicht mehr auf Sicht führen, aber die Kontrolle auf irgendeine Art muss hier sein. Und das ist eine weitere Veränderung. Und das finde ich, das belebt das Ganze auch. Ich glaube, jeder für sich muss auf diese Change-Management-Reise gehen. Wir leben eigentlich schon so. Wir machen jetzt eigentlich nur Folgendes. Wir machen das, was wir im Alltag erleben, übertragen wir ins Büro.
Ich glaube, das Besondere hier an dem Projekt ist, dass es uns gelungen ist, ganz stark differenzierte Angebote für unterschiedliche Aufgaben zu bieten und dass hier im Vordergrund das Ambiente, die Gestaltung, das Wohlfühlen, die Identifikation mit dem Unternehmen steht. Ich glaube, die Unternehmen müssen sich in Zukunft überlegen, wie sie eben mit dem Büro noch Identifikation, Motivation, Stolz der Mitarbeitenden prägen. Und darum bin ich überzeugt, dass es viel mehr solche Büros geben wird.